Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben ja in der Playvital-Reihe fast alles fertig. Uns fehlen jetzt nur noch die Thumbsticks und die Ringe. Die kommen dann zum Schluss. Wir wollen jetzt erstmal die Thumbsticks drauf machen und uns angucken. Und dafür werde ich mir den schwarzen Controller, diesen schwarzen Controller, warte mal, ich muss das mal nach unten machen. Diese schwarzen Controller, die sind auch jeweils in Gummicase von Playvitale, werde ich euch auch mal verlinken. Das ist so ja komplett mit Thumbstick schon. Also hier, ach so, nee, hier mache ich gar keinen Thumbstick ran. Entschuldigung. So, auf den schwarzen machen wir dran. Und auf den, nee, den weißen hier nicht. Da habe ich das ja drauf. Den anderen weißen habe ich gar nicht geholt. Muss ich noch holen. Da machen wir dann die Halloween-Sachen drauf. Moment. Dämonen werden wir hier rauf machen, obwohl die Dinger auch, die bei dem Case mit bei sind, ja, die sind auch sehr gut. Da hat man sehr, sehr gut Grip. Ich hoffe, ihr könntet erkennen, dass jetzt so ein bisschen geriffelt ist. Ja, und dann haben sie ja auch noch diese einzelnen, die etwas größer sind. Die habe ich hier halt drauf. Die sind auch sehr gut. Machen auch einen schönen Grip. Und das ist auch übrigens von Playvitale. Leider an dem weißen Controller dran, wo der Akku maximal 2 Stunden hält. Ich weiß nicht, der hat keine Ahnung, der hat immer super funktioniert. Auf einmal jetzt, ich lade den voll auf. Ja, und dann spiele ich 1 Stunde, 1,5, 2, wenn ich Glück habe. Und dann sagt er, Controller leer. Aber in der Regel sagt er schon nach Stunde, Stunde, 1,5. Ja, das ist halt sehr schade. So, und beim Astrobot, den lasse ich so, wie er ist. Wir werden uns jetzt erstmal hier drum kümmern. Machen erstmal an den weißen. Ach, machen wir an den weißen die Dämonen ran. Oder Halloween. Ich habe jetzt überall schon Sticks dran. Und ich bin eigentlich mit dem hier und den Sticks echt sehr begeistert mit dem. Wir gucken uns jetzt erstmal am weißen an. Ja, dann kann ich auch zulassen. Dann habe ich auch welche auf Reserve. Das wäre ja auch ganz gut. Welche Dämonen nehmen wir denn jetzt? Müssen wir uns mal kurz angucken. Also wir haben hier 2 verschiedene. Ich glaube, ich nehme den. Die sehen beide sehr geil aus, aber den fühle ich jetzt gerade. Doch, der ist auch geriffelt. So ein bisschen. Den fühle ich jetzt gerade ein bisschen mehr. Und den anderen lasse ich mir auf Reserve für den schwarzen. Und die Halloween-Dinger will ich auch nicht ranbauen jetzt. Weil sonst kommt hier wieder nur irgendeiner weg. Ach, seht ihr? Und das wäre ja dann auch doof. Ja, man müsste das schon richtig rummachen. So rum. So. Und die sind wirklich sehr leicht drauf zu machen. So. Hier unten ist die Öffnung. Und ihr braucht keine Angst haben, ihr könntet wirklich biegen. Da geht nichts kaputt. Ihr könntet so ziehen. Ja, und hier alles überhaupt kein Problem. So, ich versuche mal bei dem jetzt was anderes, weil hier ist die Öffnung ein bisschen was größer. Da krempel ich das einfach mal so um, legt das drauf und zack. Nee, nochmal. Hat mein Kumpel, hat mir gesagt, der hat das bei sich so gemacht. Der hat die Dinger einfach hier. So, ein bisschen eingedrückt. Das wollte ich jetzt einfach mal testen. So. Und dann drauf. Mittig natürlich. Schön umkrempeln. Mittig drauf. Zack. Hey, das, nee, funktioniert nicht. Okay. Ich mache wieder so wie immer. Eine Seite rauf, andere Seite ziehen.
Warte mal nochmal hier. Muss doch. Das hat nicht so gut geklappt. Ja, machen wir doch mal Standard. So, einfach so drauf. Ich versuche das noch mal. Muss doch gehen hier. Die sind halt ein bisschen weicher als die anderen. Da fühle ich das auch nicht, wo ich da wegknopseln muss hier, damit das drüber kommt. Nochmal. Also so doof habe ich mir ja noch nie angestellt hier. So, seht ihr das? Wir haben hier wirklich jetzt alles schön auseinander. Das ist die Mitte. Ja, und ist auch alles schön, so wie es sein soll. So. Aber der hält nicht. Warum nur? So. Jetzt mache ich halt mal nur eine Seite. So. Dieses Umkrempeln will bei der Sorte jetzt nicht so gut. Oh, mir tut schon die Hand weh, ey. Gott sei Dank mache ich nur ihn. Also es ging bei den anderen von Plevitale einfacher als bei denen, muss ich sagen. Die stellen sich hier wirklich so ein bisschen zickig an. So, jetzt aber, oder? Ja, jetzt haben wir es. Halbwegs. Gerade machen. So, jetzt haben wir drauf. Nee, noch nicht ganz. Hier die Innenseite. Die ist immer noch ein bisschen zickig. Da drehen wir das einfach mal. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Und dann drehen wir uns das einfach so hin, damit die Totenköpfe schön, also die Dämonenköpfe schön sind. Und dann sieht das so aus. Kommt doch mit dem weißen Controller ganz geil, würde ich sagen. Habe ich doch den falschen genommen. Habe ich zwei verschiedene Totenköpfe? Na, machen wir mit zwei verschiedenen. Mal gucken, wie es aussieht. Tauschen kann ich ja immer noch. So, jetzt machen wir das wirklich mal so drüber. Umpopeln hier. Ja, der will nicht drin bleiben. So, nochmal mit dem Umkrempeln versuchen. Vielleicht klappt das ja hier was besser. So. Will er nicht. Ja, die stellen sich wirklich, also da muss ich sagen, die sehen geil aus, fühlen sich auch geil an. Ich habe es ja gerade getestet, so ein bisschen mit ihm.
Aber die stellen sich hier wirklich zickig an beim Raufmachen. Leck mich. Also das ist echt. So. Dann nochmal umkrempeln. Drauf. Zurechtschieben. So, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich das drunter gekriegt. Wenn man muss nur mit einer Seite drunter kommen. Ach, fuck. Dann kann man sich das andere alles zurechtzuppeln. So. Jetzt versuche ich es nochmal. So. Das ist auch nicht genug Platz, damit der da vernünftig ringleiten kann, dass du denn rüber switchen kannst. Das ist wirklich sehr eng gefertigt. Mach das lieber nicht nach, was ich jetzt mache. Ich habe es halt mit der Kante vom Messer, also nicht mit der scharfen Seite. So ein bisschen hier runter gehebelt, dass ich hier ziehen kann und drüber hebeln kann. Oh, ich habe es geschafft. Oh, und sogar gerade. Jetzt sieht der ein bisschen schräg aus. Kann der Thumbstick aber auch sein. Ja. Seht ihr das? Ja, wa? Sieht doch recht geil aus. Rutscht. Ich versuche jetzt gerade mit Gewalt, damit es runterrutscht. Aber ich. Also noch doller kann ich nicht aufdrücken, also da rutscht nichts runter. Also das bleibt drauf. Wenn es drauf ist, bleibt es drauf. Ihr habt schönen Grip. Ja. Das sieht doch ja nicht mal so schlecht mit den zwei verschiedenen aus, finde ich. Oh, lasse ich erstmal so. Oh. Aber die anderen muss ich sagen, also die hier, die mit bei waren beim Case und die hier. Die Riffelten, die gingen leichter auf. Die sind ein bisschen härter. Das ist ganz weiches Gummi hier alles. Also ganz weich. Die haben sich ein bisschen härter angefühlt. Und die gingen auch eigentlich relativ gut drauf. Das sind halt so dickere. So. Dann soll es jetzt für das Video gewesen sein. Wie gesagt, bei Dämonen habt ihr hier zwei verschiedene mit bei. Und Halloween habt ihr denn. Die beiden. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich krieg wahrscheinlich Post oder keine Ahnung, oder Tochter kommt. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.